So, eine Runde weiter. Nächste Runde. Kann die starten? Ich denke ja. Das ist auch kein Ingenieur, den wir dringend bräuchten. Aber gut. Mehr Forschungslabore im Bau. Ganz viele Bibliotheken. Immer mehr Wissenschaft. Wir müssen aufholen. Kultur sind wir vorne. Wir haben auch die meiste Wissenschaft, aber Hammurabi ist wahnsinnig weit. Er hat von Anfang an große Vorteile bei der Wissenschaft. Die müssen wir jetzt mehr und mehr aufholen. Wir hatten ja gerade eine Forschung. Und haben wir uns denn gerade geholt? Die Luftfahrt, aber da gab es, glaube ich, kein Weltwunder, was wir bauen könnten. So, hier können wir Produktion wählen. Jetzt wollten wir hier eine Uni kaufen, weil wir Wohnraumprobleme haben. Jetzt haben wir keine Wohnraumprobleme mehr und bauen auch noch das Forschungslabor. Immer rauf. Dann müssen wir langsam die Renaissance bauen. Für mehr Kultur, mehr Tourismus. So, hier, ja. Also noch ein Porträt, die erschaffen von Tizian. So, da könnten wir auch ein Thema schaffen. Bräuchten aber zum Beispiel drei religiöse Sachen von drei verschiedenen Künstlern. Das ist immer relativ schwierig. In einer Runde das Nationalmuseum fertig. So, ja, wir könnten noch wahnsinnig viel kaufen, aber wir haben 431 Gold pro Runde. Aber wir könnten auch immer wieder Menelik hier noch ein bisschen Salpeter verkaufen. Der gibt es irgendwie immer weiter aus. Ich weiß nicht, was der da alles baut. Vielleicht will er ja Hammurabi angreifen. Das würde mir gut gefallen. Glaub's aber nicht. So, dann gleich wieder eine Runde weiter. Ganz viel Forschungssachen im Bau. Ein bisschen Mauern. Ja, wir haben nichts, was wir hier noch besprechen müssten. Wir warten so ein bisschen ab. Parlamentsgebäude könnten wir gleich noch platzieren. Zuflucht wollte ich ja auch gerne mal irgendwann bauen. Hier haben wir ein paar Berge für Skigebiete. So, wie sieht es eigentlich mit der Kohle aus? Nur plus 9, aber nur minus 5, okay. Dann haben wir hier das Nationalmuseum fertig und könnten das Kolosseum doch platzieren hier. Ja, warum denn nicht? Das würde ich ja auch gerne bauen. Warum habe ich da jetzt so lange gewartet? Keins im Bau, bloß verbaut. Schnell das Kolosseum hier hin. Achso, da war noch Sumpf, hätte ich noch roden können, aber da ist auch kein Handwerker in der Nähe. Boostet sogar noch hier den Theaterbezirk und das Kolosseum sorgt für noch mehr Annehmlichkeiten. Dann hier Uni bauen, mittelalterliche Bauern. Wir bauen die Mauern jetzt. Gouverneurstitel. Wir fördern mal hier große Persönlichkeitspunkte. Wir wollen hier hin. Und wir können die Karten ändern, weil wir gerade so im Regierungsplatz was fertiggestellt haben. So, jetzt brauchen wir keine Lagerbezirke mehr. Das kann tatsächlich, also keiner. Wir könnten noch hier gleich was bauen, aber wir könnten ja auch eine andere Karte reinnehmen. Welche ist die Frage? Wir haben jetzt eine Renaissance-Mauer 2 mehr an Wissenschaft. Ja. Nehmen wir das, ne? Der Rest kann so bleiben. Bei Gold gefällt mir eigentlich ganz gut, weil wir haben überall etablierte Gouverneure, außer in Mainz tatsächlich, weil wir immer noch Almani da nicht haben, aber wir brauchen sie da. Wenn wir irgendwann ganz viele Gesandte hätten, bräuchten wir sie vielleicht dann nicht mehr da. Gut, und nochmal eine Runde weiter. Hier kriegen wir bald Bach. Möglicherweise, wenn er uns nicht weggekauft wird, sonst kriegen wir jemand anderen. Ja.
20 Punkte pro Runde, das ist super. Eine Runde weiter. Kolosseum jetzt im Bau. Das habe ich keine Sorgen mehr wegen Annehmlichkeiten machen. Georgien hat zum Faschismus gewechselt. Was war das für ein böses Geräusch? So, hier wird ganz schön gewütet. In einer Runde. 30 Gold. Über 31 Gold hier ausgeben. Nee, machen wir einfach nicht. Dann verzichten wir mal. So, hier sind wir fertig mit dem Forschungslabor. Eine Runde fürs Amphitheater. Hier. Alles soweit gebaut, drittes Hearthborn. In mehr Wissenschaft. Militärakademie hier. Wird die Karte jetzt geändert? Ja. Und hier auch Renaissance-Mauern. Können wir da jetzt die Hanse auch hinbauen? Die bringt da nur plus 1 und Theaterplatz hatte ich überlegt. Ne? Achso, den müssen wir da hinbauen. Gut, können wir jetzt Petra hier schon bauen? Nee, das müssen wir da oder da hinbauen. Der Panama-Kanal war auch blöd. Okay. Na dann bauen wir erstmal die Renaissance-Mauern, die sind ja auch wichtig. Können wir hier noch was kaufen? Die Uni. Für 1000 machen wir. 322, sehr schön. Und noch mehr Bonusse. 315, also das klappt jetzt schon mal mächtig auf. So, gucken wir einfach noch die Ressourcen. Mal hier sehnsüchtig, ob man vielleicht Pferde und Eisen noch haben möchte. Aber will keiner haben. Elfenbein, Wasserschildkröten. Ich würde Hammurabi die jetzt nicht mehr verkaufen. Der ist zu gut unterwegs. So. 145 und 219. Ist tatsächlich auf Beinen auf dem zweiten Platz jetzt. Unsere ganzen Forschungslabore sind fertig. Ne, hier sind noch, ist noch eins im Bau. Hier kaufen wir gleich noch eins. Hier wollte ich mal gucken, alle glücklich. Das kriegen wir gleich noch besser hin. Ach, hier wollten wir auch noch einen Unterhaltungsbezirk bauen. Skiorte, genau. Vier Tourismus. So, unser Verständnis des Profisports wird die Zukunft der Menschheit im Atomzeitalter bestimmen. Also mal abgesehen von sanitären Einrichtungen, der Medizin, dem Schulwesen, Wein, der öffentlichen Ordnung, der Bewässerung, Straßen, der Wasseraufbereitung und der allgemeinen Krankenkassen. Was, frage ich euch, haben die Römer je für uns getan? So, muss auf einem Fluss gebaut werden, das ist Quatsch. Da muss an einen Fluss angrenzen. Sport bildet nicht den Charakter, er offenbart ihn. So, da wird unsere Karte gleich noch ein bisschen besser. Müssen wir aber noch Stadien bauen. Stadion der Domaracana. 6 Kultur auch nochmal. Aquacenter, ja, alles schöne Sachen. Ich glaube, die Wasserbezirke oder Wasserkomplexe, wie heißen sie? Ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwann nicht gewusst, wie heißen sie. Wasserparks, die müssen wir erst noch erfinden und das machen wir, glaube ich, als nächstes gleich. Wahlrecht tun wir uns noch nicht. Erstmal hier. Auch um Archäologen dann bauen zu können. So, weiter Forschung. Zum Öl geht's dahin. Wir brauchen noch die Ballistik. Normbauteile. Ja, das wäre auch nicht schlecht. 3 Linien-Infanteristen werden wir uns nicht holen. Also. Nehmen wir das. So, dann Renaissance-Mauer. Politikplatz müssen wir füllen. Und hier überall fleißig Mauern, sehr schön.
So, weiter die Theaterplatzbezirke hier boosten oder was anderes? Da haben wir, glaube ich. Gut, so. Hier. Computer, Technologie, Computer, haben wir die schon? Nö. Doch hier. Nur das Heureka oder das Ganze? Das haben wir ja schon. Aber ich will nicht wieder passen. Dann kriegen wir wieder ewig keinen anderen. Also wir holen uns den. Hat sogar eine Ladung mehr. Wir können da mehr Bezirke bauen. Das war ja hier, glaube ich, ganz sinnvoll. Da haben wir noch so viel Platz. Konnten keinen Bezirk mehr bauen. Hier vielleicht auch. Wir können den schon noch zweimal auflösen. Das kriegen wir hin. Gut, jetzt hat Basilius keinen Salpeter. Rüste. Der ist im Krieg. Ist auch 7 pro Salpeter. Das macht dann 6 pro Runde und nochmal 8 dazu. Wir können noch einmal Jade verticken. Er ist ja auch der Schwächste, aber er hatte Jade. Tito, willst du Jade haben? Nö. Du vielleicht? Ja. Okay, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Salpeter wieder einsammeln. Aber damit können wir weitermachen. Ja, wir bauen jetzt hier weiter die Renaissance-Mauern, holen uns nochmal kurzfristig noch mehr Wissenschaft ab. Die Karte veraltet dann, glaube ich, relativ schnell. Hatten wir, glaube ich, bei der letzten Partie dann auch irgendwann gesehen. Nächste Runde. Noch ein Seebad. Die bauen hier lauter Seebäder. So, jetzt sind die Kohle anscheinend ab. Nee. Trotzdem wieder bei 70. Ja, sehr schön. So, irgendwie gibt es hier immer so böse Geräusche. Sind das hier Kriegsgeräusche hier? Oh, hier sind ja aber Kämpfe. Rebelliert in 6 Runden. Achso, die Hilfsanforderung ist beendet. Ja, wir haben es nicht geschafft. Wir haben zu viel auch die Umwelt hier verschmutzt. Wir rekrutieren mal den großen Ingenieur. Gucken gleich mal neugierig, was der nächste denn so bringt. Raketentechnik, 20 Jahre. Wir wollen nicht dahingehend, aber wir könnten ihn nehmen, damit die anderen ihn nicht bekommen. So, dann hier. Stadion können wir noch nicht bauen, weil... Und natürlich noch ein Zoo, und den Zoo haben wir nicht erforscht, das ist witzig. Dann würde ich sagen, erstmal Renaissance-Mauern. Die können wir nicht kaufen. So, und du ziehst mal als erstes nach Aachen, würde ich sagen. Weil hier konnte kein Bezirk mehr gebaut werden. Ja. So, hier. In diese Stadt mal rüber. Und ja, das Tourismusrate für andere. Oh. Plus 25. Ja, das ist doch zu den einer eurer Handelswege führt. Den wollen wir doch gerne haben. Dafür könnten wir mal ein bisschen sparen. Da muss kein Handelsbezirk für warm. 0 pro 100, das ist nicht viel. Der kriegt 10. Der Äthiopier. Wer macht denn Menelik? Hammurabi meine ich. Der macht 9 pro Runde. Der soll den aber nicht bekommen. Den werden wir wahrscheinlich nicht bekommen. Außer wir bauen hier unten noch ein Handelszentrum. Den können wir ja dann noch mal machen. Okay. Dann noch mal eine Runde weiter. 14 Salpeter. Ganz viele Luxusgüter, die nicht zu mir kommen. Weil die
alle nur ein einziges Mal haben, oder wahrscheinlich untereinander schon, handeln damit. 1334 an Geld haben wir, können wir ja nochmal das Forschungslabor kaufen, 1760. So, was wurde gebaut? Das Parlamentsgebäude hatten wir gar nicht platziert, ne? Das hätte jetzt auch nicht lange was gebracht. Skiorte können wir doch bauen. Vergesst hier alles, oder? Skiorte. Wir haben kaum Handwerker, mit denen wir Skiorte bauen könnten. Solange das Kolosseum steht, wird Rom bestehen. Wenn das Kolosseum untergeht, wird auch Rom untergehen. Und mit ihm die Welt. So, das Kolosseum von München. Heute als Allianz-Arena bekannt. Finden wir ständig Details über die wundersame Anpassung von Tieren an ihre Nahrung, ihre Gewohnheiten und die Orte, an denen sie zu finden sind. Jetzt können wir auch den Zoo bauen, den wir eben noch nicht bauen konnten. So, können wir neue Weltwunder bauen? Das sollten wir uns mal als erstes hier fragen. Casa de Contrastation, Eremitage könnten wir bauen. Aha, das hat anscheinend keine großer Kunstwerkplätze. Aha, aha, aha. Das wollten wir ja vielleicht auch bauen, ne? Wird das schon irgendwo gebaut? Nein. Das wäre doch hier ganz sinnvoll. Sogar eine Hauptstadt am besten. Könnte man noch vieles andere bauen. Ist das denn auch unsere produktionsreichste Stadt? Nein, die ja eigentlich. Hier können wir aber die Eremitage nicht bauen. 73, 68, wow, diese Stadt hat ja auch viel. Chichen Itza in 6 Runden, das war doch schon längst im Bau irgendwo. Das hat nicht so viel Produktion. Ja, müssen wir die schon irgendwo hier hinsetzen, ne? Sollten wir auch sofort bauen. Einfach hier ganz weit ab vom Schuss, bringt zu keiner extra Erträge. Hier vielleicht hin. Wenn wir unseren Zirk hier können wir nicht boosten, aber dann kriegt es nochmal 2 Kultur, damit auch 2 Tourismus. Ja, den Etage. So, dann. Was können wir noch bauen? Freiheitsstatue. Wir können jetzt auch die Karte reinnehmen. Wir könnten jetzt wirklich noch ein paar Wunder bauen. Freiheitsstatue, ist die denn im Bau? Nur bei uns? Könnten wir dann Kunstmuseum und so weiter kaufen? Also hier könnten wir das bauen. Dann könnten wir hier nur Chichen Itza bauen und das war aber noch schon eigentlich schon recht weit, oder? Oh, 3 Ergebnisse sogar. Da ist es nicht weit. Da ist es relativ fertig. Also das ist hier keine Option. So, und die anderen sind, glaube ich, zur Produktion schwach. Hier können wir gar nichts bauen. Estadio de Maracana. Da bräuchten wir erstmal noch ein Stadion. So, Archäologe hier. Hier. Einmal. Einmal auflösen und dann hier hin. So, Altertumsstätte ist hier, da, da und da, okay. 3 Zeitalterpunkte dafür, Parlamentsgebäude ist fertig gebaut, Ausrichtung. Naturschutz. Für den Naturforscher und die Zuflucht, das wäre super sinnvoll. Der Rest war ja hier nicht so spannend. Dann irgendwann natürlich Wahlrecht, aber das brauchen wir. Die Massenmedien, okay, wir gehen mal hier. Vielleicht 3 Gesandte, genau. Nationalparks. Wir können Wälder pflanzen, genau, das brauchen wir. Das brauchen wir für unser... unsere Stadt hier unten.
So, was machen wir jetzt mit dir, Handwerker? Brauchst du hier einfach nochmal hier nochmal ein Sägewerk hin, weil du hier bist. Und du kannst dann. Ist hier irgendwo ein Berg? Hier ist ein Berg. Das hier runterschicken wollen wir dich jetzt ja auch nicht. Das ist zu lang. Ach, dann bleibst du einfach hier. So, Renaissance-Mauern hinterher. Und Forschungslabor kaufen. Wir können Gesandte schicken, zwei Stück. Lohnt sich aber nirgendwo so richtig. Und Politikkarten können wir ändern. Wir haben jetzt. Haben wir jetzt hier? Ne, da haben wir kein Wunder jetzt reingenommen. Freiheitsstatue wollten wir die nicht. Dann werden wir uns überlegt, wir nehmen sie jetzt mal rein. In der Etage auch. Dann würde ich sagen, können wir hier ein bisschen was umstellen. Wo wir auf Geld verzichten, das ist wahrscheinlich eine ganze Menge. Würde ich ungern. Kohle haben wir auch noch genug. Dann die Wunder sind auch noch 15%. Das ist nicht wahnsinnig viel. Nö, dann würde ich sagen, lassen wir das alles so. Ich mach noch mal ein kleines Päuschen. Dann sehen wir weiter. Versuchen wir hier erstmal noch hier in so ein, wir bauen jetzt hier noch einen Skiort. Komm, du ziehst mal ein bisschen runter. Ist das unser einziger wirklicher Berg? Hier ist noch einer. Da bauen wir hier einen Ski. Ein Skiort hin, bringt Tourismus. Hier bauen wir auch noch einen hin. Wir haben wirklich wenige Berge. Wir müssen das irgendwie mit dem Tourismus noch ein bisschen anders klären. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Wir gucken nochmal hier rein. Bach kriegen wir auf alle Fälle wohl. Hier ist der nächste Schriftsteller, die anderen kriegen hier nicht so viele Punkte. Den Admiral, ja, der ist nicht so hilfreich. Den Ingenieur werden wir auch bekommen, den werden wir den anderen wegnehmen. Und Tourismus, ja, den hätte ich gerne, den großen Händler. Vielleicht können wir uns den irgendwann kaufen. Bis zum nächsten Mal.